Ja, das Thema meines Vortrags, es werde Licht, das ist etwas sehr weit gefasst, dieses Thema. Und dennoch finde ich es sehr passend, weil Auerhuhn Lebensräume durch Waldbewirtschaftung erhalten und gestalten heißt in erster Linie Licht machen. Und manchmal ist es sehr dunkel. Und wenn man sich in manchen Dickungen im Schwarzwald bewegt, ist es nach wie vor so dunkel. Und die Frage ist, wie kann ich da Licht machen? Manchmal ist es zu teuer, einen Lichtschalter einzubauen. Aber ich werde am Schluss meines Vortrags darauf kommen, dass es daran aktuell nicht mangelt. Und vielleicht auch vorweg der Hinweis, viele kennen von Ihnen vielleicht das Buch von Professor Berthold aus dem letzten Jahr. Und er hat prognostiziert, dass dieser Urvogel im Schwarzwald verschwinden wird. Er hat aber zum Glück auch in den Epilog geschrieben, unbedingt weitermachen, wenn möglich sogar mit verstärkten Anstrengungen. Und das ist für mich auch die Motivation, Ihnen heute zu erzählen, was getan werden kann bei der Waldbewirtschaftung, um diesen Vogel zu erhalten. Die erste Frage ist natürlich, warum muss es Licht werden? Und da habe ich mir eine Abbildung aus einer Veröffentlichung von Hilmers et al. Rausgesucht, um gleich deutlich zu machen, es geht nicht nur um das Auerhuhn, wenn Sie diese Abbildungen sehen. Zunächst mal die oberste von links nach rechts, von der Freifläche G über R, Verjüngung, Dickung, E, Stangenbaumholz, EO, Baumholz, MO, Altholz, LO, altes Altholz, P, Plenterwald, Dauerwald und T, Zerfallsphase, schließlich D, Verrottungsphase. Ich habe das übersetzt. Und ich glaube, so passt es einigermaßen, aber es ist, wird sehr deutlich, dass mit Zunahme der Holzbestockung und der belaubten Kronenschlüsse am Boden immer weniger los ist. Das bedeutet, dass bestimmte Arten, die saprotrophen Arten, eher zunehmen im Laufe des Bestandeslebens von links nach rechts, 0 bis ganz rechts, 300 Jahre, und andere Arten und Organismen zurückgehen. Wenn man jetzt die vier Arten nimmt, die unterste Abbildung, die Animals, dann haben die zu Beginn auf den Freiflächen die höchste Zahl, die dann sehr steil nach unten geht und am Ende dieses modellierten Ablaufs wieder zunehmen. Bei den Pflanzen läuft es ähnlich, aber etwas zeitversetzt, und die Pilze, die laufen genau entgegengesetzt. Wenn man jetzt da rein das Auerhuhn nimmt, dann ist das Auerhuhn eine Art, die nur in einer relativ kurzen Phase einer Waldentwicklung Lebensräume hat. Ganz links Freiflächen, und sobald die Freiflächen zu Dickungen werden, verschwindet die Eignung, und das über einen langen Zeitraum, bis schließlich dann es wieder zum Zerfall von Beständen kommt. Diese Abbildung soll Ihnen zeigen, das Auerhuhn steht für die biologische Vielfalt. Und letztendlich, das, was ich Ihnen erzähle, hilft nicht nur dem Auerhuhn. Das ist die biologische Sichtweise. Und wenn ich jetzt die kulturelle, traditionelle Sichtweise nehme, dann versuche ich das darüber zu vermitteln, dass das Auerhuhn eine Urseele des Schwarzwaldes ist. Das drückt sich aus bei Wilhelm Hauff im Kalten Herz. Da heißt es konkret, sie nahmen Kolmung Peter, der um ein Nachtlager bat, gut aufgaben, ihm Apfelwein zu trinken, und abends wurde ein großer Auerhahn, die beste Schwarzwaldspeise, gereicht. Und so können Sie viele Geschichten, Ortsnamen verbunden mit dem Auerhuhn sehen, und auch die Schwarzwälder Kirschtorte hat von den Farben her sehr viel Ähnlichkeiten mit dem Auerhahn in dem Fall. Das heißt, letztendlich gehört das Auerhuhn zum Schwarzwald, wie die Kirschtorte oder der Bollenhut. Und auch die Firma Duravit hat den Auerhahn als Logo für ihre Firma auserkoren. Die Firma Duravit, der Besitzer um 1900, hat im Schwarzwald auch Auerhühner gejagt. Damals gab es noch bis in die tiefen Lagen des Kinzigtales Auerhühner. Auch jetzt zu Beginn gleich das Thema Klimawandel und Auerhuhn, weil viele meinen ja, wir brauchen da nichts mehr zu tun. Das Auerhuhn wird aussterben wegen Klimawandel. Durch die höheren Temperaturen wird
diese Art, die eigentlich an kalte Klimate angepasst ist, verschwinden. Und hier sehen Sie, was höhere Temperaturen alles bewirken. Das wissen Sie alles. Die milderen Winter, weniger Schnee bedeuten, dass weniger Schneehöhlen von den Hühnern gebaut werden können. Und durch die Zunahme der Prädatoren unterliegen die Hähne einem und die Hennen einem Prädationsrisiko. Die längere Vegetationszeit, die milderen Winter führen auch zu einer Veränderung der Baumarten, zu dichteren Waldstrukturen, was auch negativ ist im Hinblick auf das Auerhuhn. Die Vorteile können aber auch sein, dass eine bessere Insektenverfügbarkeit gegeben ist, eine bessere Thermoregulation, also diese trocken, warmen Frühsommer, Sommer sind natürlich für die Reproduktion sehr gut, für die Kükenaufzucht. Und die dichten Waldstrukturen wiederum sind negativ. Die extremen Niederschlagereignisse, die eben auch auftreten werden zunehmend, können auch negativ sein. Und diese Zunahme an Wetterextreme führt auch dazu, dass wir eine Zunahme an Stürmen haben, Sturmwurf. Wir haben längere Trockenheitsperioden, was viele ja auch in den letzten Jahren mitbekommen haben und erleiden mussten. Ich sage bewusst erleiden mussten, weil das natürlich für viele sehr negativ ist. Aber im Hinblick auf das Auerhuhn bedeutet dieses natürlich auch offenere Waldstrukturen. Da werde ich später darauf zurückkommen. Und wenn man dieses vereinfachte Gefüge sich anschaut, dann gibt es Möglichkeiten, direkt und indirekt das zu beeinflussen. Also wir können die Baumarten beeinflussen, wir können das beeinflussen, ob es dichtere oder offenere Waldstrukturen gibt. Wir können Borkenkäfer entsprechend versuchen zu verhindern oder einzudämmen. Und auch was die Prädatoren angeht, können wir Einfluss nehmen. Klar ist, und das hat die Vero Braunisch mit Kolleginnen und Kollegen auch herausgefunden, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels durch Habitatmanagement abgepuffert werden können. Und deswegen ist auch das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, wichtig im Hinblick auf den Klimawandel. Die erste Frage, die wir uns stellen, wie viel muss es Licht werden? Und dazu zeige ich Ihnen jetzt ein paar Grundlagen, die ich schon vor 20 Jahren erarbeitet habe oder über 20 Jahren. Da haben wir drei jeweils 7000 Hektar große Untersuchungsgebiete im Schwarzwald definiert, Nord, Mitte und Süd, und haben da Strukturanalysen gemacht. Und wenn man sich das anschaut im Hinblick auf die Baumarten Nordschwarzwald, Mittelschwarzwald, Südschwarzwald, dann sehen Sie große Unterschiede. Und in all diesen drei Gebieten kommen Auerhühner vor. Und da kann man ganz einfach sagen, an den Baumarten liegt es nicht, dass Auerhühner vorkommen oder nicht vorkommen. Was eine sehr große Rolle spielt, ist die Höhenstufe. Das heißt, Auerhühner kommen nur in höheren Lagen vor. Der Flächenanteil, was den Kronenschlussgrad angeht, also dieser Kronenschlussgrad 50-70% aufgelichtete Bestände, dann nimmt der Anteil dieser aufgelichteten Bereiche mit der Höhenlage zu. Das heißt, je höher Sie im Schwarzwald kommen, desto mehr haben Sie aufgelichtete Bereiche. Die Hangneigung spielt eine große Rolle. Man kann es ganz einfach sagen, Auerhühner kommen eher in weniger steilen Gebieten vor. Und dann, was vielleicht für viele auch nicht neu ist, aber im Zusammenhang mit dem Auerhuhn und Lebensraumgestaltung interessant, der Flächenanteil der Althölzer nimmt mit der Hangneigung zu. Das heißt, dort, wo es sehr steil ist, haben sie weniger Altholz. Der wurde in der Vergangenheit eben auch weniger intensiv genutzt. Und die Heidelbeere als eine wichtige Deckungs- und Nahrungspflanze fürs Auerhuhn, kann man ganz klar sagen, dass der Flächenanteil der Heidelbeere mit der Hangneigung abnimmt. Je steiler es wird, desto weniger Heidelbeeren hat es. Und dann haben wir es ganz einfach gemacht. Wir haben Gebiete mit Auerhuhn, also in den verschiedenen Rottönen, verglichen mit Gebieten ohne Auerhuhn. Also da sind jeweils Waldbestände dargestellt und in den Farben die Zahl der Nachweise, die da erbracht wurden. Und der Vergleich mit Auerhuhn und ohne Auerhuhn sollte erbringen, was unterscheidet denn diese Gebiete? Wo unterscheiden sich die Gebiete, in welchen Strukturen oder welchen Parametern? Und ich habe vorhin gesagt, die Baumarten waren es nicht, sondern, und das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Größe,
Die Gebiete mit Auerhuhn, die hatten mindestens 10% der Fläche als lückenfreie Flächen. 20% dieser Flächen waren mindestens mit Beständen bestockt, die einen Schlussgrad von 50 bis 70% hatten. Sie waren zu mindestens 10% Fichten oder Kiefern dominiert und sie hatten maximal 30% dichte Strukturen. Das heißt, maximal 30% auf dieser Fläche waren Dickungen, getrennte Stangenhölzer, hohe und dichte Naturverjüngung. Und wenn man das zusammenfasst, dann ergibt sich daraus ein Minimumanteil an geeigneten Lebensraumstrukturen von 30%. Das ist die Zielgröße. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf wie viel Fläche müssen denn 30% geeignet sein? Und dazu diese Abbildung etwas kompliziert. Ich erkläre sie Ihnen detailliert. Unten sehen Sie die Waldfläche mit nutzbarem Potenzial, also da, wo ich Auerhühner haben möchte. Geht von 10.000 Hektar bis zu 50.000 Hektar. Und links Anteil an geeigneter Waldfläche von 0% bis 100%. Und die Kurven in den verschiedenen Farben sind die Zahlen der Populationen von Rot 100 Tiere, Orange 200 Tiere, Hellblau 300 Tiere, Dunkelblau 400 und Grün 500 Tiere. Und wir haben aus anderen Untersuchungen abgeleitet einen Zielbestand einer Mindestpopulation von 500 Tieren. Wir brauchen, dass das die Art langfristig überleben kann, 500 Tiere. Und aus dieser Abbildung kann ich dann eben ableiten, wie viel Prozent Lebensraum ich geeignet brauche. Wenn Sie 10.000 Hektar haben, dann können Sie diese 500 Tiere gar nicht erreichen und Sie müssten, um die 300 Tiere zu halten, 100% dieser 10.000 Hektar geeigneten Lebensraum haben. Bei 20.000 Hektar könnten Sie schon diese 500 Tiere erreichen, müssten aber über 80% des Lebensraums dauerhaft und ständig geeignet haben. Bei 40.000 sind es dann etwas über 40% und bei 50.000 Hektar, da können Sie eben mit diesen 30% geeignetem Lebensraum die Population erhalten. Und das ist die Zielgröße, die in die ganzen Grundüberlegungen, Aktionsplan Auerhuhn und jetzt auch Maßnahmenplan eingegangen sind. Diese 30% Habitateigen auf mindestens 50.000 Hektar. Jetzt ist die Frage, wo sollen diese 50.000 Hektar sein? Jetzt kann man sagen, man orientiert sich an dem, wo mal ursprünglich vor Eingreifen des Menschen Auerhühner vorgekommen sind. Das ist jetzt keine reale Abbildung, sondern eine Abbildung, die ich mal so skizziert habe. Da, wo es ursprünglich vor Eingreifen des Menschen Moore, Missen gab, Waldgesellschaften mit Kiefer, Fichte, Tanne, also die Hochlagen des Schwarzwaldes. Weil der Mensch hat ja dann intensiv eingegriffen und um 1900, da war der Schwarzwald gänzlich von Auerhühnern besiedelt, weil das Auerhuhn damals ein Kulturfolger war, ein Kulturfolger der damaligen Kultur, die geheißen hat, alle Energie wird aus dem Wald rausgeholt. Die Menschen brauchten Holz zum Heizen, Kohle, auch für die Industrie, Streunutzung, Waldweide. Das sind alles Dinge, die Energie entzogen haben, die dazu geführt haben, dass Sekundärlebensräume entstanden sind. Deswegen konnte der Gründer der Firma Duravit im Kinzigtal Auerhühner jagen, weil bis dort runter damals die Auerhühner vorgekommen sind. Zusätzlich wurden damals die Fressfeinde extrem kurz gehalten, weil eben das Auerhuhn oder der Auerhahn auch bejagt wurde. Der Auerhahn als Hochwild, die Jagd war dem Adel vorbehalten und damit genügend Auerhähne geschossen werden konnten, wurden die Fressfeinde kurz gehalten. Klar ist aber, dass wir uns an dem nicht orientieren können, was die Zukunft angeht, weil wenn wir uns das aktuelle Verbreitungsgebiet anschauen, in einem Zeitraffer zwischen 1988 bis 2018, dann hatten wir 1988 noch etwa 60.000 Hektar Auerhuhn-Verbreitungsgebiet, das nahm dann ab. 94 bis 98 waren es noch etwas weniger wie 60.000 Hektar, dann ging es deutlich zurück auf 50.000 Hektar, war dann einigermaßen stabil, bis der Aktionsplan Auerhuhn 2008 rausgebracht wurde, eben mit diesen 50.000 Hektar, die wir als Minimum berechnet haben. Und das hat aber nicht
oder konnte nicht gelingen, diese 50.000 Hektar zu erhalten, sondern in der Folge, in den letzten 15 Jahren, ist das Auerhuhn ganz stark zurückgegangen. Und 2018, die letzte Kartierung, die wir gemacht haben, die wir alle 5 Jahre durchführen, hat noch ein Verbreitungsgebiet von 34.000 Hektar ergeben. Und klar ist, diese 34.000 Hektar reichen nicht. Und hier sehen Sie auch sehr deutlich, welche Flächen weggefallen sind. Also die dunkelgrünen Flächen, noch sichtbaren Flächen, die sind im Vergleich zu 1988 weggefallen. Behalten Sie sich dieses Bild in Erinnerung für nachher, wenn ich Ihnen die Strukturen im Schwarzwald zeige. Und jetzt ist die Frage, wo liegen diese Flächen in Zukunft? Und wir haben die Minimumflächen als Vorrangflächen bezeichnet. Also bisher war im Aktionsplan von Prioritätsflächen die Rede, Priorität 1, 2 und 3. Wir haben das stark vereinfacht und haben gesagt, künftig geht es um, ja, es geht um die Wurst, es geht um die Erhaltung des Auerhuhns. Nur die Vorrangflächen stehen da im Fokus und die Korridore. Die Verbindung zwischen den Vorrangflächen. Sie sehen ja, ohne die Verbindung wird es gar nicht funktionieren. Diese Korridore sind existenziell. Und die Vorrangflächen, die teilen sich auf, zum einen in Flächen, auf denen wir Auerhühner nachgewiesen haben, und Flächen, auf denen wir zwar keine Auerhühnernachweise haben, aber bei denen wir bei entsprechender Habitateignung davon ausgehen, dass sie wieder besiedelt werden. Ich werde nachher auch zeigen, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern eindeutig belegt ist. Sie können sich also merken, künftig wird es diese Vorrangflächen und die Korridore geben, und die Vorrangflächen, die teilen sich nochmal auf in Flächen mit Auerhuhn und Flächen der Wiederbesiedlung. Und da haben wir eben nur so viel Fläche dazu genommen, dass wir insgesamt auf die 50.000 Hektar kommen. Jetzt ist die Frage, wie liegt ist es denn aktuell auf diesen Vorrangflächen? Und dazu haben wir zum Glück eine tolle Abteilung Biometrie und Informatik, die von Petra Adler geleitet wird und in der die Selina Ganz arbeitet, die mittels Fernerkundung auf Landschaftsebene ermittelt hat, wo sind denn diese Freiflächen im Schwarzwald aktuell und wo sind die lichten Strukturen. Das ist keine Lebensraumbewertung, sondern es zeigt nur die Strukturen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, schwarzwaldweit, wie sich das auch entwickelt hat, dann sehen Sie in der Abbildung die 10% und die 20%. Also wir bräuchten mindestens 10% Freiflächen und bräuchten 20% lichte Strukturen. Tatsächlich hatten wir 2012, damals waren noch Flächen von Lothar, die noch in Richtung Freiflächen gegolten haben. Und das hat aber stark abgenommen, trotz Aktionsplan Auerhuhn bis 2021 auf 4,3%. Und bei den lichten Strukturen, da ist auch ein Abfall bis 2016 gewesen. Da sieht man aber deutlicher eine Zunahme seither, aber bei weitem noch nicht so viel, als dass die Zielwerte erreicht werden. Und wenn Sie sich das jetzt im Schwarzwald anschauen, in dunkelgrau, die Flächen, wo Sie praktisch gar nichts haben an Freiflächen oder lichten Strukturen, und dann abgestuft in den verschiedenen Farben. Und Sie müssen sich vorstellen, alles, was hier dunkelgrau und farbig dargestellt ist, das müsste in der linken Abbildung Freiflächen, das müsste dunkelviolett sein. Also die gesamten Flächen müssten dunkelviolett sein, dann wäre das Ziel mindestens 10% erreicht. Und Sie sehen ganz deutlich, das ist bei weitem nicht erreicht. In manchen Teilgebieten ist es erreicht, in anderen Teilgebieten überhaupt nicht. Ähnliches gilt für die lichten Strukturen. Das sieht es im Südschwarzwald und in Teilen des Nordschwarzwaldes ganz gut aus, aber es gibt riesige Flächen, wo Sie das nicht haben. Und das heißt eindeutig, es werde Licht, ist nicht nur eine hohle Forderung, sondern es ist dringend notwendig, wenn das Auerhuhn erhalten werden soll. Wenn Sie sich das jetzt in den 4 Teilgebieten des Schwarzwaldes anschauen, wie unterschiedlich das ist, Nordschwarzwald, Mittelschwarzwald, Barschwarzwald und Südschwarzwald. Fangen wir mit dem Nordschwarzwald an. Da gab es natürlich diese ganz großen Lothar-Flächen,
Die haben zu einem Freiflächenanteil von 15% geführt und der ist aber seither sukzessive zurückgegangen. Trotz Aktionsplan Auerhuhn ist es nicht gelungen, da eine Trendumkehr einzuleiten. Bei den lichten Strukturen, da sieht es etwas besser aus. Im Mittelschwarzwald, da sind wir weit unter dem, was wir bräuchten. Das ist, was die Freiflächen angeht, weit drunter. Das sind wir bei weitem nicht an dem Ziel. Im Barschwarzwald ähnlich. Dort sind die aufgelichteten Bestände jetzt in den letzten Jahren deutlich im Aufwärtstrend. Und im Südschwarzwald, da haben wir eine relativ große Kontinuität, aber auch hier bei weitem für die gesamte Fläche, das ist alles auf die Vorrangflächen gerechnet, bei weitem die Ziele nicht erreicht. Dann ist natürlich die Frage, bringen es die lichten Wälder für das Auerhuhn? Und dazu haben wir in Zusammenarbeit mit Veronika Braunisch von der Abteilung Wald-Naturschutz insgesamt 30 Probeflächen angelegt. Sie macht dort Untersuchungen zu vielen Artengruppen. Wir übernehmen das Auerhuhn. Und diese 30 Probeflächen wurden aufgeteilt: 15 Flächen mit naturnaher Waldwirtschaft und 15 Flächen mit angelegten Freiflächen. Dort wurden entsprechend der Skizze entsprechend Probepunkte angelegt, insgesamt 390 Probepunkte. Und die Auerhuhn-Nachweise wurden vor dem Anlegen der Freifläche und nach Anlage der Freifläche kartiert und auch auf Vergleichsflächen dazu ohne Maßnahme. Und die Waldstrukturen wurden zusätzlich kartiert. Und ein eindeutiges Ergebnis. Hier sehen Sie die Verteilung dieser Flächen über den Schwarzwald verteilt. Ein eindeutiges Ergebnis in Orange, das sind eben die Freiflächen und in Blau die naturnahe Waldwirtschaft, wo keine Maßnahmen durchgeführt worden sind. Und Sie sehen, in 2018 wurde auf vier Flächen der blauen Kategorie wurden Auerhuhn-Nachweise gefunden und auf fünf Flächen Freifläche, die spätere Freiflächen ergeben haben, also sehr nah beieinander liegend. Und 2019, nach dem Anlegen der Freifläche, ist zunächst nahezu gleich geblieben und dann ist es sehr weit auseinandergegangen. Und das Anlegen der Freifläche hat dazu geführt, dass auf 8 der 15 Flächen Auerhuhn-Nachweise erbracht werden konnten. Und da, wo nichts gemacht wurde, waren es eben nur zwei. Also ein ganz deutlicher Unterschied. Das bedeutet, das Schaffen von Freiflächen ist tatsächlich effektiv, da die Nachweise auf den Freiflächen relativ schnell zugenommen haben, auch im Vergleich zur nicht bewirtschafteten Fläche. Jetzt abschließend die Frage, wie kann Licht gemacht werden? Da gibt es die Möglichkeit des rollierenden Mosaiks. Das heißt, hier sehen Sie einen 1000 Hektar Wald mit grün guten Habitateignungen, orange mittel und rot schlecht. Und da kommen Auerhühner vor. Da reicht die Habitateignung, nicht jeder Bestand muss geeignet sein. Und jetzt haben Sie eine Alternative 1, das entwickelt sich weiter. Und Sie haben nur noch 15% geeigneter Lebensraumbereiche. Da kann es Auerhuhn nicht mehr vorkommen, auch wenn die grünen Bereiche noch so toll aussehen. Sie haben die Alternative 2 im Jahr 2027. Hier haben Sie die grünen Flächen an anderer Stelle wie vorher, aber Sie haben nach wie vor diese 35% Habitateignung. Das heißt, wenn die eine Fläche zuwächst, wird die andere aufgemacht, sodass Sie das sehr gut in die Waldwirtschaft integrieren können. Das ist eine Möglichkeit, um etwas an Lebensraumstrukturen zu schaffen. Eine Freifläche machen, die zuwachsen lassen, wieder eine andere Freifläche machen. Einen aufgelichteten Bestand zu schaffen, die Verjüngung in dem Bestand hochkommen zu lassen, dann wieder an anderer Stelle aufzulichten. Eine zweite Möglichkeit, die Sie haben, sind dauerhafte Freiflächen, die sich standörtlich anbieten, moorige Standorte, Flächen, die dauerhaft freigehalten werden oder auch solche Situationen, wenn Verjüngung in geringer Zahl aufkommt, die zu entfernen, dass ich dauerhafte Freiflächen gestalte. Wichtig aus meiner Sicht ist es, diese beiden Möglichkeiten zu kombinieren. Zum einen dauerhaft die Flächen zu gestalten, zu erhalten und dann auch periodisch gute Lebensraumstrukturen zu schaffen, Wälder aufzulichten, wenn die dann zugewachsen sind, wie in dem Beispiel, sie wieder aufzulichten und dann auch
dauerhaft genügend Bestände mit einem Kronschlussgrad von 50 bis 70% zu entwickeln. Dann gibt es natürlich auch Flächen, die da irgendwo dazwischen liegen, die vielleicht eine relativ lange Zeit geeignet sind. Das liegt dann dazwischen. Also die Kombination unterschiedlicher Handlungsweisen halte ich für extrem wichtig. Aber das rollierende Mosaik ist eben die Möglichkeit, das auch auf großer Fläche in die Waldwirtschaft zu integrieren. Ohne Moos nichts los oder nichts Licht. Wenn ich den Entwicklungstrend Auenpopulation aufhalten möchte, Sie sehen hier die Stufen, wie das gelaufen ist. Aktuell haben wir noch 97 Auerhähne im letzten Jahr gezählt, also weit unter dem, was wir als Ziel haben. Und wenn Sie sich anschauen, was da passiert ist, was diese Stufen vielleicht verursacht hat, dann sind es schon die Sturmereignisse wie Winn-Wiebke und vor allem Lothar. Aus unserer Sicht hat Lothar 1999 es verhindert, dass der Bestand weiter runtergerauscht ist. Sie sehen, in der Folge von gut 10 Jahren konnten die Lothar-Flächen dazu beitragen, dass das Auerhuhn nicht weiter zurückgegangen ist, dass diese 300 Hähne erhalten werden konnten. Aber seit 2012 geht der Bestand sukzessive zurück. Und ich möchte nicht, dass es wieder einen Sturm braucht, um das Auerhuhn zu erhalten oder massive Käferschäden, sondern dass aktiv das gemacht wird, um den Zielbestand von diesen 250 Hähnen, sprich beim Geschlechterverhältnis von 1 zu 1, 500 Tiere, zu erreichen. Die Rückgangsursachen, ganz klar, Lebensraum, der ist zwar nicht alles, aber ohne den Lebensraum ist alles nichts. Und die anderen Dinge, die Fressfeinde und anthropogene Störungen durch Freizeitaktivitäten oder durch den Bau von Windenergieanlagen spielen auch eine große Rolle. Das hat man alles erkannt und den Aktionsplan Auerhuhn nochmal konkretisiert in dem Maßnahmenplan. Der nennt sich hier 2227, da hieß mal ursprünglich 2025, die Abstimmung dauert extrem lang. Er ist immer noch nicht endgültig verabschiedet, aber mittlerweile klar, dass das Geld im Haushalt eingestellt ist. Also das Moos ist mittlerweile da, es muss nur noch verfügbar gemacht werden. Abschließend meine Aussage, die Auerhuhn-Uhr läuft nur, wenn alle Zahnräder laufen. Der Lebensraum ist das wichtigste Zahnrad und wir wissen, was zu tun ist, um die Auerhuhn-Uhr am Laufen zu halten. Und das muss ich ganz deutlich sagen, wenn wir dieses Wissen nicht umsetzen, rotten wir das Auerhuhn aus. Es stirbt nicht aus, sondern wir rotten es aus, wenn wir nicht das tun, was in dem Maßnahmenplan steht. Biodiversität erhalten, gestalten, der Bogen zum Kolloquium geht eben auch über das Nutzen, also Licht durch Nutzen. Das wäre die Botschaft, die ich Ihnen mitgebe in Zeiten, in denen das Holz intensiv gebraucht wird. In vielerlei Hinsicht kann man auch Holz nutzen unter ökologischen Aspekten. Damit wäre ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Fragen. Ja, vielen Dank, Rudi, für diesen spannenden Vortrag, der natürlich gleichzeitig auch nachdenklich stimmt. Was muss getan werden? Du hast es aufgezeigt, was das Auerhuhn braucht. Und letztendlich ist es ja verknüpft mit der Hoffnung, dass sich dieser Trend, den du aufzeigen musstest, für die das letzte Jahrzehnt im Grunde damit wieder umkehren lässt. Nun, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sind Sie gefordert? Wir haben Zeit für Fragen und auch Diskussionsbeiträge im Chat. Die ersten sind schon erschienen und Rudi, ich darf dir die gleich weitergeben. Gabi Wicht-Lütsche fragt an, wie können wir die vor einigen Jahren in der Forsteinrichtung initiierte Kampagne Lücken für Küken bewerten? Die Diagramme zeigen ein sehr erfreuliches Wachsen der lichten Strukturen. Da fehlt mir jetzt das Aber. Was ist mit den Populationen? Ist die Habitatstruktur eben nicht ausreichend, wäre die erste Frage. Das kann ich eindeutig sagen, aufgrund der Auswertung, die ich jetzt auch gezeigt habe, die wir über das Luftbild machen und zum anderen auch durch eigene Begänge oder Fahrten durch die Wälder. Man fährt immer mal wieder durch Wälder und wird dann an ganz tolle Auerhuhn-Habitate herangeführt. Aber um an die heranzukommen, fährt man kilometerlang durch dicht geschlossene Wälder.
Und das ist das Problem, dass wir auf Landschaftsebene bei weitem noch nicht das Ziel erreicht haben. Und diese Kampagne Lücken für Küken, Freiflächenkampagne, das war ein Anstoß, aber es dauert unglaublich lang, bis das Wirkung zeigt, bis die Leute auf der Fläche wirklich bereit sind, das zu machen. Es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen Privat-, Kommunal- und Staatswald. Und ich erhoffe mir jetzt, dadurch, dass im Haushalt entsprechend Geld eingestellt ist, auch für den Staatswald, dass da jetzt richtig viel gemacht wird. Es muss ganz schnell passieren. Diese Abstimmung des Maßnahmenplans hat jetzt über 3 Jahre gedauert. Und aus meiner Sicht muss das jetzt so schnell wie möglich gehen, weil diese 97 Hähne oder 200 Tiere, die sind bei weitem zu gering. Und wir haben natürlich nicht nur den Lebensraum, sondern wir brauchen auch das Glück von günstigen Witterungsbedingungen. Wenn die Sommer und Spätfrühlinge trocken warm sind, dann läuft die Reproduktion gut. Und das muss natürlich jetzt in den nächsten 5 Jahren hoffentlich auch der Fall sein. Aber Gabi, eine ganz klare Botschaft: Wir haben bei weitem noch nicht das erreicht, was wir erreichen müssten. Genau. Und da schließt dann vielleicht auch die zweite Frage von Frau Richt-Lübsche an, nämlich: Wie kann in der Waldbewirtschaftung pro Auerhuhn umgesteuert werden? Im Staatswald steht ja das Instrument der Zielvereinbarung theoretisch zur Verfügung, und du hast gerade schon ja erwähnt, die Mittel, die da einstehen. Wenn ich es richtig sehe, schreibt Frau Richt-Lübsche weiter, erhält ForstBW dafür, Stichwort Daseinsvorsorge, Zuführung des Landes. Wie kann es im Privatwald und Kommunalwald funktionieren? Ja, da haben wir Erfahrungen gesammelt im Rahmen des Biodiversitätsprogramms des Landes. Da gibt es ja ein Projekt Lücken für Küken, das mittlerweile über den Auerhuhnverein, also den Verein Auerhuhn im Schwarzwald, koordiniert wird, das wir ursprünglich als FOA durchgeführt haben. Und in diesem Projekt haben wir die Erfahrung gemacht, dass Privat- und Kommunalwaldbesitzer bereit sind, etwas fürs Auerhuhn zu tun, wenn sie den Mehraufwand und den Minderertrag auch bezahlt bekommen. Im Rahmen des Programms war es möglich, da etwas zu bezahlen. Um das aber auf die große Fläche zu bringen, braucht es die Förderrichtlinie naturnahe Waldwirtschaft. Und die muss gängig gemacht werden. Da warten wir auch schon Jahre drauf, weil es eben De Minimis-Regelungen gibt, das Verfahren notifiziert werden muss. Also da sind noch ganz viele Hürden. Wir wissen, wie es gemacht werden kann im Privat- und Kommunalwald. Wir wissen, dass es da viel Bereitschaft gibt, mitzumachen. Es muss formal, fördertechnisch gängig gemacht werden. Das ist das, was das Ganze jetzt verhindert. Ja, insofern hast du auch schon auf die Anmerkung von Herrn Körner reagiert, der nämlich geschrieben hat, Lichterwald bedeutet Reduktion der ökonomischen Waldnutzung. Gibt es eine Entschädigung und für welche Waldbesitzarten? Damit hast du jetzt ja gerade das Instrument angesprochen, dass es dort zur Artenförderung das geben soll. Ich also da gibt es vielleicht noch mit einer Frage weiter, nämlich von Jens Nagel aus dem Naturschutzreferat hier in Freiburg. Der sagt, wie realistisch ist denn eine erfolgreiche Umsetzung? Das Wissen über das, und das ergänze ich jetzt, über das, was Not tut, dafür ist ja bereits schon lange da. Also kannst du das verknüpfen? Also Umsetzungsanreize, gibt es die? Wie hoch sind die? Und wie ist die Akzeptanz? Also werden wir es auf die Fläche kriegen? Ja, da haben wir ein grundsätzlich menschliches Problem. Der Unterschied zwischen Wissen und Handeln, das erleben wir tagtäglich in vielerlei Hinsicht. Und das gilt auch bei der Waldbewirtschaftung. Und man braucht Punkte zur Motivation. Und Geld ist ein Motivator. Und was Geld angeht, in der Förderrichtlinie sind ganz klare Fördersätze enthalten für die jeweiligen Maßnahmen. Zum einen Pauschalbeträge für Jungbestandspflege, für Durchforstungen, fürs Anlegen von Freiflächen und auch die Möglichkeit, wenn spezielle Maßnahmen durchgeführt werden, die entsprechend dem Kostenaufwand und dem Minderertrag abrechnen zu können. Also diese Sätze sind gerechnet, die stehen. Das Geld ist aber nicht das Einzige. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass das Auerhuhn als eine Art angesehen wird, die eben für Biodiversität steht und wo es eine Allianz von vielen braucht. Und da bin ich froh, dass es den Verein Auerhuhn im Schwarzwald gibt. Der wird jetzt zunehmend auch Öffentlichkeitsarbeit machen.
der macht schon mit der guten Bertha, einer großen 4 Meter hohen Auerhenne, Werbung. Es wird am 1. Juli einen großen Tag in Freiburg geben. Man muss eine Bewegung in Gang setzen, bei der alle, die im Schwarzwald unterwegs sind, vom Schwarzwaldverein bis zum Jagdverband, wo alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dann kann auch ein Waldbesitzer in Verbindung mit den Geldzahlen motiviert werden, mitzumachen. Bei den Gemeinden machen wir vielfach die Erfahrung, wenn das entsprechend erläutert wird und Zusammenhänge dargestellt werden, dass da eine relativ große Bereitschaft besteht. Das heißt, auch der Verein wäre zur Verfügung für Beratung, beziehungsweise auch, hätte auf seiner Homepage auch entsprechend Informationen zur Verfügung. An wen wendet sich? Ja, und dann kann ich noch etwas sagen. Man kann auch eine Patenschaft übernehmen für eine Auerhenne oder einen Auerhahn. Alle Auerhühner im Schwarzwald haben einen Namen bekommen. Und man kann eine Patenschaft ab 5 Euro pro Auerhuhn übernehmen. Man kann bei Habitatpflegetagen im Herbst teilnehmen. Im letzten Jahr habe ich selbst teilgenommen, wo man selbst anlegt, Bäume umzusägen, um Freiflächen zu schaffen. Also man kann sich da wirklich engagieren. Und ich sehe es schon so, dass es eine Bewegung gibt, die so langsam angefangen hat. Und wir warten alle auf den Maßnahmenplan, dass der endgültig verabschiedet wird, weil ich glaube, da entsteht etwas. Selbstverständlich werden wir nicht alle Waldbesitzenden überzeugen können, dass sie mitmachen. Aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall 2/3 bis 3/4 der Fläche bearbeitet bekommen können. Dann in dem Zuge gleich die Frage von Herrn Antes. Wie ist der Einfluss der Trockenausfälle bei der Fichte und teilweise der Tanne in den letzten Jahren auf das Auerhuhn zu bewerten? Macht nicht schon der Klimawandel das, was wir womöglich sonst als Mensch im Waldmanagement machen müssten? Ja, ich habe es vorhin versucht, in dem Schaubild zum Klimawandel deutlich zu machen. Dadurch, dass Bäume absterben, entstehen Freiflächen. Ob das Holz tot stehen bleibt oder ob das umgesägt wird, es entstehen lichte Strukturen durch das Absterben von Bäumen. Das ist für den Waldbesitzer sehr bedauerlich. Ist ganz klar ein Nutzenentgang. Aber was die Ökologie angeht, wenn es nicht zu große Flächen sind, ist es auf jeden Fall positiv. Im Nationalpark Bayerischer Wald war wahrscheinlich das Absterben, auch das großflächige Absterben von den Fichten dort, ein Schritt dahin, dass dort die Auerhuhnpopulation auch zugenommen hat. Ja, und dann noch ein anderer Themenkomplex, und zwar geht es auch um die Frage von Herrn Birzer von der LWF. Inwieweit könnten Windenergieanlagen, abgesehen von der Bauzeit, das Auerhuhn stören? Und vielleicht kannst du in dem Zuge auch gleich die Frage von Gabi Wicht-Lübsche noch mit beantworten. Liegen mittlerweile Karten der Vorrangflächen und Korridore vor? Zum Letzten kann ich gleich sagen, die Karten liegen uns schon lange vor. Wir können sie nur noch nicht rausgeben. Das hängt am Thema Windenergie, weil da noch Feinabgrenzungen gemacht werden aktuell. Das ist eine politische Sache. Es hat mit uns als FAA nichts zu tun. Das wird zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium gerade abgestimmt. Und die Frage, wie Windenergieanlagen auf Auerhühner wirken, da haben wir ein 5-jähriges Forschungsprojekt gemacht. Der Bruno Lorenzer ist hier im Zuhörerraum. Der hat vom Umweltministerium damals das Projekt mit stark unterstützt. Und dieses Projekt, möchte ich auch gleich sagen, hatte eine Mischfinanzierung des Landes von Windkraftbetreibern, und im Projektbeirat waren die Naturschutzverbände vertreten, weil es mir persönlich wichtig war, dass von allen Seiten die Ergebnisse akzeptiert werden, weil alle sich beteiligt haben. Ein Windkraftbetreiber ist von der Finanzierung dann zurückgetreten, weil er gemerkt hat, dass es wirklich ein wissenschaftliches Projekt ist, das da durchgeführt wird und nicht ein Gefälligkeitsprojekt gemacht wird. Und dieses Projekt hat eindeutig herausgebracht, was Reproduktion und andere Faktoren angeht, haben Windräder keine negativen Wirkungen. Eine ganz klare Wirkung haben Windräder dadurch, dass die Standorte gemieden werden.
Also da, wo ein Windrad steht, gehen Auerhühner nicht hin oder meiden diesen Bereich bis zu einer Entfernung von 650 mit der einen Untersuchung nachgewiesen und bis zu 850 mit der anderen Untersuchung. Das heißt, bei der einen Untersuchung haben wir nach Nachweisen von Auerhühnern gesucht in Gebieten und mit der Telemetrie haben wir das nachgeprüft und beide Methoden haben zu einem sehr ähnlichen Ergebnis geführt. Was man zusammenfassen kann, Windräder werden von Auerhühnern gemieden. Und wenn es jetzt nicht so wäre, dass wir beschränkten Lebensraum haben, könnte man sagen, ist ja nicht schlimm, wenn Windräder gemieden werden. Wenn man sich das in Skandinavien vorstellt, ob da mal 5000 Hektar von Auerhühnern nicht genutzt werden können, spielt bei Hunderttausenden von Hektar Lebensraum keine Rolle. Im Schwarzwald, das weiß jeder, sind die Höhenlagen räumlich sehr begrenzt. Und da funktioniert es nicht, dass ich genau in die Bereiche Windräder stelle, die dann von Auerhühnern gemieden werden, weil die Auerhühner dann in Bereiche ausweichen müssen, die deutlich weniger geeignet sind, wo sie auch viel stärker gefährdet sind durch Prädation. Und insofern empfehlen wir, wenn das Auerhuhn erhalten werden soll, müssen bestimmte Bereiche von Windkraft ausgenommen werden. Genau, und dann möchte ich jetzt als eine letzte Frage beziehungsweise zusammenfassen. Zum einen ist eine Anmerkung von Herrn Winkler, Sebastian Winkler, der sagt, letztendlich konnte sich das Auerhuhn derart ausbreiten, da in den vergangenen Jahrhunderten die Kulturlandschaft und der Wald anders ausgesehen haben. Daher eine Anmerkung zur Diskussion, arbeiten wir nicht gegen die Natur, gegen die natürliche Sukzession? Und dies als ein Thema, also ist das nicht konservierender Artenschutz, könnte man das zusammenfassen. Die zweite Frage ist, wie motivieren wir Menschen, etwas für die Art Auerhuhn zu tun, die ja so störungsempfindlich ist, also wo das Erleben der Art im Grunde gleichzeitig zu ihrer Störung führt? Die erste Frage, Beeinflussung natürlicher Abläufe. Da muss ich ganz deutlich sagen, der Mensch hat das ganze System schon so stark beeinflusst, beispielsweise durch Entwässerung. Die Moore wurden entwässert, die Missen wurden entwässert. Der Mensch hat den Wald umgebaut in verschiedenen Phasen, in unterschiedlicher Weise. Also von daher, Natur sein lassen funktioniert nicht. Und wir werden auch weiterhin das System beeinflussen. Wir werden weiterhin Holz nutzen wollen. Und das heißt, es braucht dafür Konzepte, wo ich das eine mit dem anderen verknüpfe. Und das finde ich beim Auerhuhn eigentlich das Beeindruckende, dass es da möglich ist. Ich kann ja Holz nutzen. Ich kann im Auerhuhnwald auch mit Skiern und mit Mountainbike und zu Fuß unterwegs sein, wenn ich bestimmte Regeln beachte. Und das ist eigentlich das Tolle, dass wir eine Möglichkeit hätten, Artenschutz, Holznutzung, Tourismus unter einen Hut zu bekommen, wenn alle in einem Konsens sich einigen, wir wollen das Auerhuhn erhalten und wir respektieren dabei bestimmte Grenzen und bestimmte Vorgehensweisen. Es funktioniert, aber zu sagen, wir arbeiten hier gegen natürliche Abläufe, da würde ich mich ganz stark dagegen wehren. Die Frage der Motivation, das beschäftigt uns auch immer wieder und schon lange. Und da merke ich so unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Zielgruppe, je nach Akteursgruppe. Beispielsweise wollen und müssen wir auch die Jägerschaft motivieren, bei der Prädatorenbejagung das zu konzentrieren auf die Reproduktionsbereiche und dort intensiv tatsächlich die Fuchsdichte zu reduzieren. Und da gibt es mittlerweile etliche junge Jäger, Jägerinnen, die da motiviert sind, etwas zu tun. Bei der Waldbewirtschaftung, da merke ich, dass so die öffentliche Meinung auch eine Rolle spielt. Weil viele wissen ja nicht, dass es sich hier im Schwarzwald um Auerhühner handelt und trotzdem Wappenvogel des Landkreises Freudenstadt, Gasthaus zum Auerhahn. Wir hatten am Dienstag eine Besprechung, Auerhuhnkartierung im Gasthaus Auerhahn in Unterkirnach. Also es ist sehr verankert, aber ich habe den Eindruck, es ist wie eine Tradition abgerissen der Menschen zur Natur, zur Verbindung mit Natur. Und diese Verbindung, die wiederherstellen,
würde am besten gelingen, wenn man Auerhühner beobachten könnte. Wir sind auch schon lange dabei, ein Schaugehege zu etablieren. Da haben wir die Finanzierung des Geheges selbst schon mal auf die Beine gestellt gehabt, aber die Betreuung mit Personal, das ist immer die Engstelle. Aber das wäre die Möglichkeit, den Vogel den Menschen näher zu bringen, weil es letztendlich besser ist, wenn wir mit der autochthonen Population in die Zukunft gehen können, als so wie in Brandenburg es notwendig wird, Auerhühner in Schweden zu fangen und dann hier freizulassen. Also von da, ich bin noch zuversichtlich, dass es gelingen wird, dass wir auch sukzessive immer mehr Menschen motivieren. Aber das ist noch viel Arbeit.